Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein kleines Tool noch einmal näher bringen kann, nämlich mit der Frage, wie man die virtuellen Kamerabilder für Videokonferenzen ein wenig aufpeppen kann. Sie sehen im Moment gerade eine solche Ansicht, nämlich aus ManyCam. Das Tool habe ich hier schon ein paar Mal vorgestellt, würde das im Infobereich zu diesem Video auch verlinken. Und das können Sie ganz geschickt einsetzen, um in Videokonferenzen ein virtuelles Kamerabild zu erzeugen, da Sie mehrere Layer zur Verfügung haben. Und im Moment sehen Sie genau ein solches Bild. Auf den ersten Blick blende ich die Logos für TU Dresden und Open Educational Resources ein. Beides sehr klein, aber dennoch merkbar. Das andere ist eine Layer, mit dem ich einen leichten Farbübergang habe. Sie sehen das hier. Wenn Sie das Bild normal sehen, werden Sie den kaum wahrnehmen. Den brauche ich allerdings, da ich von der Seite hier zu viel natürliches Licht habe auf dem Kamerabild. Und zu guter Letzt können Sie sogenannte Reaktionsbilder einbetten, auch das mit einem weiteren Layer. Und ich würde Ihnen die ganz gern zeigen, denn Sie haben unterschiedlichste Reaktionsmöglichkeiten in den Videokonferenzumgebungen und teilweise auch tatsächlich keine. Und um hier eine Möglichkeit zu schaffen, sich ein wenig, sagen wir es mal so, spielerisch auch mit Videokonferenzumgebungen auseinanderzusetzen, setze ich auf dieses Tool. Mit ganz herzlichen Grüßen nach Greifswald an Constanze Marx geht mein Unicorn, das ich als extra Layer hinterlegt habe. Daneben natürlich obligatorisches wie Zustimmung, Ablehnung und Frage, die man einsetzen kann, um einfach Zustimmung zu signalisieren oder in einem Abstimmungsverhalten sich entsprechend zu positionieren, sowie eine positive und eine negative Möglichkeit der Reaktion und zu guter Letzt ein Herz für besonders tolle Beiträge, die man auch emotional unterstützt. Das Ganze, wie gesagt, können Sie in Software umsetzen, die Sie als virtuelle Kameras wiederum in Videokonferenzen einsetzen können. Und bauen Sie das nach, experimentieren Sie damit. Im Kommentarbereich unter diesem Video habe ich einen Teil der Grafiken als ZIP-File hinterlegt, sodass Sie sehen können, wie diese aufgebaut sind und wie Sie sie in verschiedenen Umgebungen einsetzen können. Vielleicht laufe ich ja der ein oder anderen Grafik bei der ein oder anderen Videokonferenz einmal über den Weg. Also in diesem Sinne, bauen Sie es nach. Viel Spaß damit. Ihr Alexander Lasch.